Jo Leute, viele haben sich den Nose Control gewünscht. Jetzt kommt der. Den Typ habe ich in der Community von den troll ich. Und ich habe gesagt, ich bin kurz weg. Ich komme gleich wieder nach dem Motto so, ja. Leute, gleich kann ich mit euch reden, im Sinne von so, ey, ja Leute, dies, das, sondern ich muss mich gleich auf den Troll konzentrieren. Okay Leute, also nicht wundern. Oh, tut mir leid, ich wollte euch nicht angehen. Bin ein bisschen müde. Tut mir leid, Leute, ich schwöre. Ich tut mir wirklich leid. Naja. Wie gesagt, ich drücke schon bereit, deswegen bin ich gleich hier da, so nach dem Motto, ne? Kennt ihr ja. Deswegen gleich, ich habe ihn gerade geschummt, deswegen kann ich nicht durchreden. Aber gleich muss ich ihn enden, kann ich nicht mehr durchreden. Und wir machen das ganz per Party-Sing. Also für die PC-Spieler unter TeamSpeak. Oder unter Discord, für die Leute, die beides nicht kennen. Und für die Leute, die das nicht kennen, wir telefonieren im Prinzip. Leute, ich komme jetzt wieder, ne, wenn ihr versteht. Jo, wieder da. Jo. So. Und wie viele Wunden hast du? So. Was ist? Gegner von mir wissen zum Beispiel Alter oder so. Achso. Ich schneide nur 13, dann nicht. Also, was haben wir? Ich muss wissen, aus, weil ich noch losgegangen bin. Mehr muss ich nicht wissen. Also du hast mich nicht viele Wins. Ich bin nicht so oft auf Wins, ich hab 17. Was hast du? Ich hab 17 Wins. Ja. Wohin? Auch meine Kenner hier, die haben mehr getauten oder keine Ahnung. Da ist meine Wins in die Zeit. Das Vettel. Und für alles andere ist zu spät. Naja, seit welcher Season spielst du? Die sind viel bitte. Aber wenn du wüsstest, wann ich mein erstes Spiel hätte. Wann? Die sind viel. Mein erstes Skin war. Ich war 3 Seasons No Skin. Oh Gott. Tut mir leid, genau. Alter. Ganz ehrlich, als ich noch No Skin war, war ich eigentlich nicht wirklich noch klar. Am nicht der Beste, aber. War auch du und musst auch alles lernen. Und dann ja. Oh, Junge, ich bin die ganze Zeit einer voll. Der eine hat auch gemeint, ich spiele auch seit Season 8 bin und möchte Wonder One. Ich finde sowas so dumm. Wenn solche Leute sagen, ey, ich spiele auch seit Season 8 und möchte Wonder One. Wenn du seit Season 8 spielst, auch möchte Wonder One. Weißt du, ich meine? Hast du Bigness genommen? Bigness? Ne. Mini. Ist ja gut, weil ich hatte halt auch an. Passt. Ganz ehrlich, nicht für Skins hier, sondern der Spaß ist es von mir. Ja, also, mir ist auch egal, ob ich, weil ich darf zum Beispiel kein Geld fürs Spiel ausgeben zurzeit. Und wahrscheinlich werde ich auch kein Geld ausgeben, einfach nur, weil ich nicht möchte, für ein Spiel Geld investieren. Deswegen, und deswegen werde ich höchstwahrscheinlich auch keinen Skin kaufen. Mhm. Aber das heißt ja auch immer noch, der Spielspaß zählt und nicht der Skin. Ja, und außerdem, vielleicht manche sind Ehrenmänner und könnten dir was schenken. Also, klar, das kann ich mehr schenken wegen dieser Zweikampf. Ne, klar. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber da sage ich auch immer, Leute, ihr müsst mir nichts schenken, alles gut. Ich habe meinen Spielspaß trotzdem gut, das weiß ich mal. Schieb mir kurz den goldenen Automaten, ne? Weil es gibt nur so wenige Notes, die auf Ehre nur Notes für mich bleiben. Ja, warte mal, P90-Pumpe. Nein, nicht die. Ich will die Pumpe haben. Oh Gott, Alter. Ich will die Pumpe. SMG hab ich schon. Brauchst du eine SMG, eine grüne? Ja, sehr nice. Ich hab irgendeinen Step gehört. Ja, bei mir. Irgendwo mal irgendwo in dem Feld hier ist einer. Ey, da hat sich irgendwie unsichtbar gemacht, da. Der war gerade neben mir. Ich sehe nichts, Mann. Ich hasse sowas. Ja, und dann trifft der Typ mich, aber okay. Hat kein Schild mehr. Das drauf. Ich glaube, der ist solo, ich weiß nicht. Er war solo.
Das wollte ich nicht, ich wollte das da. Let's go. Kennst du schon die Schatten, die das ist ja neu, die kommen mit der Schattendinger. Was ist? Da bist du sogar irgendwie schneller. Lul. Achso, diese komische Granate da. Mhm. Die gehen halt 50 Stunden. Ist gut, sich anzuschweißen, aber nicht mehr. Aber. Naja, muss halt ja abwarten. Die hatte ich einmal bis jetzt. Wie fandest du die so? Geht, also. Ist halt schwer, damit ein Haus hochzukommen manchmal, wenn es groß ist. Ich weiß, du hast du geschrieben, aber hättest du nicht Lust auf Endgame. Weil da würde ich halt noch ein paar Aufgaben machen. Ne? Ja, wir können ja trotzdem sozusagen ein Duo-Endgame. Also wir können ja Endgame spielen, solange wir zu zweit zocken mehr so. Weil ich habe bis jetzt schlechte Erfahrungen mit 10.000 Leuten auf einmal. Der eine schreit, ey, du scheiß No-Skin, der andere schreit, lass ihn doch, der andere schreit, nochmal, du scheiß No-Skin. Weißt du, ich mein? Ja, das sind ja so richtig Ehrenlose. Hm. Du sagst es. Dann gibt es welche wieder, die No-Skins einfach nur feiern. Na, zum Beispiel, kennst du die App TikTok? Nein. Also ich kenne die, aber ich hab die nicht. Ich will die auch nicht. Ja, okay. Weil ich hab auch das gleiche gedacht, ich bin die Scheiße, aber dann haben die einen Freund von meinem Latz hier runter, dann ist ganz okay, aber dann habe ich zum Beispiel so geschehen, ärgert mich No-Skin, es kommen die OGs. Das ist einfach nice. Ja, also ich feier Leute. Ich feier halt einfach Leute, die sagen, ey, ich schenk dir ein Skin, dies, das. Ich sag dann immer, musst du nicht, Junge. Du kennst mich nicht mit Real Life, dies, das. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich hätte dir ein Skin geschenkt, hätte ich V-Bucks, aber hab selber keine. Ja, wie gesagt, ich hätte gesagt, mach nicht. Ich hätte es auch nicht angenommen. Einfach nur, ich will sowas nicht, wenn mir Skin schenkt, wenn mich nicht mit Real Life kennt, weißt du, ich meine? Ja, wenn du nicht annimmst, dann würdest du wieder da ins Spiel kommen, oder? Nee, ich glaube, das müsste ich sogar annehmen, müsste man. Aber ich würde es nicht wollen. Ich finde es schade, dass man, also ich glaube es zumindest, dass man es nicht ablehnen kann. Weil das finde ich persönlich gut, könnte man es ablehnen, vor dem Gegner. Man kann die Geschenke, Dings, das gibt eine Einstellung, glaube ich, sowas. Warte, vor mir ist ein Gegner. Geschenke ablehnen. Warte, hat einen Hit. Er ist low, also er hat schon weißes Leben gehabt. Und jetzt hat er noch 3. Weißt du, wie man einen Boden baut? Was ist? Warte mal, wir killen erst nicht, dann können wir weitermachen. Er hat einen Raketenwerfer. Ich habe gerade einen Raketenwerfer gehört. Wo ist der? Weiß ich auch nicht. Oh. Wo ist der Typ? Der ist hier unten. Bei dir? Ja, instant. Ich glaube auch. Hab ihn. Darf ich noch gelaunt haben? Ja, gönn dir, passt. Ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Sag ich die Munition hier bekommen noch. Hast du vielleicht das Immun, ja? Weil ich habe nur einen. Hab ich selber keine. Nicht eine Kugel. Schade, ja. Besser als nicht, würde ich sagen. Ja. Egal, wir haben trotzdem einen Rocket Launcher. Ich habe nur eine Kugel, aber jetzt wissen Gegner ja nicht. Ich wollte mich fragen, wollte. Ob du weißt, was Nikes und so sind oder kann man Boden? Treppe, Boden, Wand sehe ich oft, kann ich nicht. So, also ab und zu schaffe ich es, aber ich baue mich da irgendwie immer so, dass ich dann an falsch ansterbe. Und Treppe, Wand, Boden? Ja, Treppe, Wand, Boden ist so genau das gleiche. So genau das gleiche, wie ich gerade gesagt habe. Genau da falle ich sehr oft runter, wenn ich es versuche. Oder mir passiert das, dass ich mir selbst die Wand vor das Gesicht baue. Deswegen mache ich die nie. Deswegen mache ich nur Treppe, Wand. Die sollen gut sein, aber wenn ich nicht kann, nützt es mir nicht. Nee, eben. Deswegen mache ich auch lieber nur Treppe, Wand. Und selbst das kann ich nur gerade so. Aber ich weiß, was ich wieder nicht mache. Am besten ein bisschen den Skin nach unten habe und nicht so weit oben, wie ich es gemacht habe. Aber egal. Aber in die Safe Zone, oder? Oder sagst du, wir sollen noch looten? Nee, wir müssen noch nicht zur Zone, wir haben noch Zeit. Na gut, was wollen wir hier looten? Die Reste von den Gegnern. Oder falls überhaupt Gegner hier waren, das wäre ja auch nicht klar. Mhm.
Also ich weiß, ich spiele jetzt zwischen 8, aber wann ungefähr? Schon mal überlegen. Ich glaube, es gibt jetzt die Bonus-Herausforderungen. Also die kannst du leider nicht machen, weil die Battle Pass sind. Das sind für ein paar Skins. Also das wo man Geld ausgibt, ne, für kriegt man Skins sozusagen, wo man die Aufgaben machen muss, oder? Nein. Du kennst ja Battle Pass. Es gibt ja freien Pass, der ist für dich geeignet, und Battle Pass. Genau, das meinte ich ja. Den Battle Pass, den war doch das, wo man sich, glaube ich, kaufen muss und dann irgendwie Aufgaben machen muss für Skins, oder wie war das? Ja, und aber auch für andere Sachen. Du kannst ihn mir auch angucken und so, was da alles drin ist. Und zum Beispiel, da gibt es einen Film oder so. Aber für manche Skins gibt es ein extra Ziel zum Freischalten. Ich glaube, bei jedem sogar. Okay. Den Battle Pass. Ich habe zum Beispiel bei Schlüsselmeister, hast du vielleicht schon mal gesehen, in Weiß. War es eigentlich voll ruhig, die Runde, außer halt Polen. Was ich eigentlich richtig schade finde. Das ist ein Medkit. Kann ich mitnehmen. Oder wie? Ach, ich bin mal Kugler. Ja, Leute, ich muss kurz mute, okay? Ich komm gleich. Ich bin kurz mute, aber noch dann der Playstation. Okay? Ja. Gut. Jo, Leute. Alter, ich höre, ich hab durchgehend so ein bisschen zittern, weil ich habe in meinem Profilbild, also nicht Avatar, da habe ich ja Frost, sondern in meinem Profilbild, da habe ich hier, also das wo hinter dem Avatar ist, da habe ich etwas Bestimmtes, und zwar meinen Knappen, der blaue. Ich habe gedacht, er sieht das, aber Leute, bis jetzt ist er korrekt, ich weiß nicht, ob ihr es schon hört, ich frage ihn das gleich. Leute, übelst korrekter Typ, Alter. Ich werde es nach der Runde, denke ich mal, schon auflösen. So, Leute, ich bin schon wieder. Ja, mache ich gleich. Bin da. Da muss ein Loot-Drop. Was ist? Hast du dich gemutet oder mich selber? Ich habe dich gemutet und danach habe ich mich selbst nur gemutet. Ich mache immer Sicherheit. Okay. Weißt du Bescheid? Kennst du ja. Am besten, ich will dir den Hinweis geben, für die laufenden Runden nicht so oft einen Loot-Drop zu gehen, weil da könnten oft Gegner sein. Weil das okay. Geht, der Geier die weiß. Können wir das ja klar machen, weil ich sehe jetzt aber du musst halt echt immer aufpassen, weil es kann echt überall sein. Ja. Ja, es ist halt unmöglich. Aber ich öffne mal sehen. Und es ist. Willst du ein blaues SMG haben? Wenn ja, liegt hier. Hier war eine P9 drin. Und die Schattenbombe. Schattenbombe. 6 Stück. Ja, die auch. Den baue ich nicht. Ich will die auch nicht haben. Ich habe halt, wo ich brauche. Man kann doch bestimmt eine benutzen und danach wieder weg, oder? Ach nee. Du bist unsichtbar. Ja. So ein Hacker. Ich schaffe das nicht so gut für dich an, Digga. Let's go in die Safe Zone, hä? Huh? Oh, ja, mein, wir sind schon safe. Ganz drauf geachtet. Lass mal eine Runde. Ich wollte gerade sagen, lass mal Runde. Schon mal Endgame gezockt? Nein, ich weiß nur, dass das der neue Marvel-Film ist. Wie wollen wir den spielen? Achso, soll ich erklären, wie es geht? Ja, sag mal, wie ich das noch mache. In Loot Lake wurde also übrigens gerade einer re-arrived, also mit dem Bus. Ja, also ich sag dir schon mal, es gibt die Avengers und die Chitauri. Ja. Das ist mir schon Bus. Jeder kann Waffen. Ja, ich mein, ja. Jeder kann Waffen bekommen. Also es gibt nicht jeder Avenger, aber es gibt sie. Ein paar. Zum Beispiel Iron Man, also kann man kann, es könnte jeder Iron Man werden, oder zum Beispiel Iron Man, dann einer Tor, aber. Und was ich noch sagen muss, du kannst mehrere Waffen auf mehrere Sachen von Avengers auf einmal nehmen. Okay, eine Frage, ist Tor abgehoben? Weil ich meine, der kann ja fliegen. Nee. Ist der abgehoben, Tor? Ich meine, der kann ja fliegen. Also, nee. Nur bei Tony Stark, aber die Fliegen ist begrenzt. Es gibt ein bestimmtes Flugzeug bei jedem. Ich rushe mal rein. Aber wo sind die? Hier. Au! Da war eine Falle. Da war eine Giftfalle. Ich hasse mein Leben. Die macht 10er Schaden. Ich hasse mein Leben so sehr. Bin tot. Ey, die kann nicht so ehrenloser. Die da durchgehend campen, oder? Richtig, ne? Kann den hast du. Ah, schade.
die Mitte zu dir. Mhm. Naja. Also auf jeden Fall, du kannst halt zum Beispiel von Iron Man mit haben und dann von Thor. Du kannst sogar Chassis nutzen, aber das können nur die Avengers. Okay. Und die Tauri bekommen schon am Anfang Waffen. Also die bekommen zwar auch zwei Waffen, aber die bekommen dafür noch die von Avengers. Okay. Also warte, ich stell's gleich ein, okay? Ich lese mir gerade mal durch, was dabei steht. Jo, was ich jetzt total sage, du kannst Thanos nur werden. Da kommt der OG zum Vorschein. Ja, ich bin ehrlich, du siehst YouTube der Zuschauer. Eine Frage, darf ich deine Stimme verwenden und alles oder ist No-Go? Das habe ich mit Absicht alles eingestellt. Ja, nice. Komm, dein OG-Vorteil, Digga. Jo, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hab gesagt, ich verarsche mal ein Random. Ich wollte Random Duos machen, hab nichts gefunden. Also Leute, ich hab in der Community rumgeschrieben, hab einen gefunden und deswegen, let's go Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal.